Wunderschön. Und da bin ich. Hallo und liebe Leute und willkommen zurück hier beim zweiten Teil vom Let's Play Together von Kuri Kuri Mix. Ich bin immer noch der Kommi, Schock, schwere Not. Und Maha ist auch noch von der Partie. Und heute Wüstenwelt. Und im besten Fall, was war das andere? Trickwelt, ne? Trickwelt war das. Trickwelt. Und ich habe schon gesehen, es gibt eine Gletscherwelt oder Eiswelt oder whatever. Das wird lustig. Ew. Und mit anderer Steuerung. Ja, jetzt steuern wir beide mit dem linken Stick und haben Kreis zum Springen und X zum Interagieren. Oh ja, oh, das ist wesentlich angenehmer. Ich muss mein Hirn nicht. Na, dann mach mal da, du hast da so einen Deckel. Wenn du dir den Stöpsel neben mir ziehst, müsste der Treibsand zur linken versickern. Sitzt ziemlich fest, muss ich schon ein bisschen anstrengen. Hehe, ja. Hehe, ja. Ich wollte schon sagen, irgendwie... Okay. Interessant. So. Die so viel ist im Game. Ja, irgendwie schon, ne? Okay, die Kollisionsabfrage ist lustig. Ich hab das Skorpion-Ding... Oh, warte. Ich muss nicht warten, ich kann gehen. Aber we have time. Ja, wir brauchen mehr Zeit. Auch mehr du musst, Zeit. Du musst scheinbar neben den Skorpionen landen, ne, damit sie umflippen. Ja, irgendwie. Bitte sehr. Oh, danke schön. Nimm einen Stein und springe auf die andere Seite. Achso, das ist ein Hühnchen bei mir hier. Ah. Du musst dich dranhängen. Warum? Wofür? Oh, du hast Vögel angehalten, verstehe. Ich habe die Vögelchen angehalten. Oh! Geil. Kann ich nicht trotzdem auf die Vögel, ohne dass du sie anhältst? Vielleicht sollte er es einfacher machen. Ja, wahrscheinlich. Ja, mach mal. Dann nicht. Ich warte noch mal. Na, au, Kaktus. Dem Kaktus. Kaktus. Und das okay. War's schon. Dann haben wir auch wieder kein Puzzleteil gefunden, ne? Wir haben gar nichts irgendwie gefunden. Ist aber auch egal. Also für die Zuschauer da draußen, die interessiert sind daran, wofür das eigentlich ist. Also die Sachen, die wir einsammeln, die sollen wohl irgendwie im Titelbildschirm erscheinen, wo du der Thorn da einmal mitgenommen hattest. Ah, okay. Und pro Welt gibt es 4 Puzzleteile. Die schalten einen Charakter frei, allerdings nur im Versus-Modus, also völlig irrelevant für uns eigentlich. Ja. Ich schätze mal, die musst du anhalten. Ah, wait a sec. War doch irgendwas gerade. Na, reindrücken. Muss es nur gegenrennen. Oder auch nicht? Ah, jetzt hat. Ah, ja. Da soll ich jetzt besser durchkommen? Okay. Obviously. Wenn das Spiel das so sagt, dann lasse ich das mal gelten. Das sah nicht das so aus. Das Ding ist alles andere, nur nicht logisch. Genauso wie es logisch ist, dass wir ich neben den Skorpion. Du kannst doch tatsächlich auf den landen, aber wenn sie den Stachel gerade einsetzen, ist schlecht. Autsch. Okay. Klappt das so? Ja. Ja, wow. Also ich weiß jetzt nicht, ob das vom Game so gewollt ist, aber es hat funktioniert. Ah, wir sind gleich tot. Ah. Okay, ich verstehe. Wir müssen das so abwiegen dann. Abwiegen? Bleib mal kurz stehen. Okay. Oder du musst runter auf die Waage. Ja, zu spät. Zu spät. Aber der regelt den Wasserpegel. Ich glaube, das sollte tatsächlich sein, ganz nach links und dann nach... Also wir sollen gar nicht gleichzeitig draufstehen. Nee. So, jetzt wo wir ja wissen, was wir tun. So mehr oder minder. So mehr oder minder. Ach, ich kann das nur machen. Wenn er gerade das Maul oben hat, ja. Ja.
Jetzt ja. Hat er. Okay, cool, cool. Amazing. Amazing Grace. How sweet that sound. Muss ich mal dran denken, wenn du sagst, das ist jedes Mal intuitiv Amazing Grace. Ja. Ah, okay, also du kannst da nicht sterben. Warte mal kurz. Nee, geht doch. Oder? Ich will Puzzle. Achso, wenn du jetzt nach rechts das machst, dann kommt. Achso, das meintest du mit ausbalancieren. Wenn du jetzt nach rechts gehst, kommt Wasser bei dir rein. Genau. Und von mir raus. Ne? Genau. Nee, runter. Oh ja, du kannst jetzt, glaube ich, schon draufstehen jetzt hat. Nee, du musst. Jetzt musst du drauf. Ach, das muss man abpumpen. Ja. Ach so. Jetzt reicht mir das. Jetzt können wir gehen. Interessant. Science. Science. Science is killing me. Passiert was, wenn du da drauf stehst? Nee. Ist da irgendwas beim Ende? Ich tippe mal drauf, dass du an den nicht vorbeikommst, ne? Nee, ich glaube auch nicht. Da ist doch. Da ist so ein Hühnchen. Red doch mal. Oh. Gehen wir nochmal hoch. Und jetzt musst du auf das da gehen. Dann geht das hier hoch. Dann gehe ich auf das da. Und dann kommst du rüber. Ja, aber ja. Wunderbar. Scheiße, auf Hühnchen und ihre Tipps. Wir machen das ohne. Damn Chickens. Komme. Nein! Ja, ich musste halt drauf landen. Sonst hätte ich nämlich wieder ganz nach links laufen müssen. Das wäre auch uncool gewesen. Und Ziel. Und Goal. Goal. Das war mindestens. Oh, wir haben ein A. Wir steigern uns. Abgefahren. Wollte gerade sagen, das ist mindestens jetzt genauso lustig wie der Stream neulich. Stimmt, weil wenn ich das hochlade, das ist dann schon lange her, das Stream. Ja. Meine Güte. Aber jetzt machen wir es andersrum. So, ich muss jetzt erst da drauf. Ja, und dann auf das da runter und drunter, ja. Dann kann ich da hin. Keine Sorge, das. Ja, oder so, passt sogar. Die Uhr ist direkt über dir, ne? Sicher? Ja. Ja. It is, actually. Nee. Oh, das war knapp. Das war wirklich frame perfect. So, wenn du jetzt kurz wartest, dann... Zerquetscht du... Was ist denn das? Ein Huhn? Ein Dodo? Das ist jedenfalls erschreckt. Ich hab's jedenfalls verjagt. Und das hier ist ein riesiger Hammer, an dem du ziehst. Aber muss ich das Ei dahin bringen? Oh, gut möglich. Oh mein Gott. Okay. Warum machen wir jetzt ein Ei kaputt von einem armen Vogel? Ich weiß nicht. Wir machen Mörder. Ja, okay. Los. Mörder! How can this survive? Oh, er liebt mich. Ich weiß nur nicht. Aber guck mal. Ja. Achso, soll ich den hier mitführen? Kommt der mit und dann kann ich auf ihn drauf und über den Zaun? Gut möglich. Na komm, kleine Ente. Die ich dann im Stich lasse. Ganz alleine in der fucking Wüste. Gott, was bin ich für ein schlechter Elternteil. Leb wohl, mein Kind. Leb wohl, Baby. Ich verstehe. Achso, ich muss nur halten. Lass mich nicht fallen, Baby. No. I don't. Und ich kann hier... Ich da irgendwo drauf? Ja. Stacheln wegmachen.
Achso, die gehen aber nur. Oh, da musst du jetzt aber gut aufpassen. Ich kann das nicht. Ich kann sie nicht aufhalten. Okay, ich bin, hab mich irgendwie reingeglitscht. Alles gut. Nicht unsere glorreichste Leistung mit dem Zylinder, nee. Aber naja, egal. Ziel! Jetzt kommt wahrscheinlich schon der Endboss. Ne, das ist Level 3 erst. Also, Boss ist Level 5. Ah, okay. Wir sind erst in Level 3. Das war auf jeden Fall ein gutes Level, das ging schön schnell. Ja. Wir trotzdem nur einen C-Rang haben. Was aber auch daran lag, dass wir die ganze Zeit da an den Türen gestorben sind, ne? Das sind auch doofe Türen. Damn doors. Ah, du musst das Gitter ziehen. Wart mal kurz, ich mag die Uhr noch mitnehmen. Aber wie sollst du denn das Gitter ziehen? Das ist ein Loch. Hinweis. Die dicke Mauer geht nach links und rechts, wenn man den Schalter da drüben drückt. Doch, wie kommt man an den Schalter ran? Das ist das falsche Hinweis, Ruhm. Was sagt mein Hinweis, Ruhm? Ach so, Moment. Ah. Oder? Na, ich hätte jetzt gedacht, ich könnte das drücken oder so. Oh, das ist mies. Ah, hier, so kann ich das nur. Ah. Ja, warte. Ja, wir wiederholen das. Wir machen das denn besser. Ist ein bisschen, also ich finde es ein bisschen nervig, dass sie einem die Mechanik zeigen, dass du Sachen schieben kannst, wenn da so ein Griff ist. Aber dann von dir erwarten, dass du Sachen schiebst ohne Griff. Ah, und ich musste vorher da sein, weil... Nein, du musst das Ding ich muss es halten. Warte, dann incoming. Und scheinbar solltest du auch ziehen. Ich sollte auch ziehen, ja, okay. Interessant. Interessant. Hast du? Ja, ich hab. Gut, kannst du loslassen. Oh, das ist mies. Ah, ich hab ne Idee. Maybe. Kannst du einfach nur durch die Tür laufen? Kannst du einfach durch die Tür laufen? Ja, ne? Ja. Achso, jetzt geht's nach rechts. Jetzt. Jetzt musst du wieder zurück? Achso, genau. Jetzt. So. Jetzt kann ich den Schalter drücken und dann. Yay. Okay, aber jetzt hast du eine Wand vorm Kopf. Ja, das vielleicht. Du musst den Schalter nochmal drücken. Ach, dann muss ich das jetzt nochmal machen. Ja, sobald ich durch war, musst du den nochmal drücken. Ach, okay, das ist kein Shortcut. Nein. Ja, das macht schon mehr Sinn. Okay. Geh denn. Oh, jetzt muss ich dir die Weichen stellen. Okay. Das kann ich, das ist mein Job. Das ist aber doof so rum. Das ist auch doof so rum. Das sind doch alle doof so rum. Hä? Und drehen die sich noch in eine andere Richtung, wenn ich das mache? Oder ich muss das drehen, während du fährst. Wow. Moment. Okay, ja, das könnte da tatsächlich sein, dass ich die drehen muss, während du am Fahren bist. Spring in die Karre und halt dich fest. Ja, halt dich mal fest. Ja, wo festhalten? Vorne. Vielleicht muss die Maschine irgendwas machen. Da oh ist ja, doch... das kann auch sein. Ja, warte mal. Ah ja. Jetzt. Pff, Entschuldigung. Ich habe den Knopf nicht getroffen, in dem Moment, wo ich den treffen wollte. Es tut jetzt mir muss sorry. Die Maschine nochmal in Gang setzen. Bin dabei. Und wenn ich quasi um die erste Ecke bin, dann muss drauf. Zweite passt. Ja. Yeah. Und du musst das da entzünden. Das heißt, du musst einen Feuergegner da hinlocken. Oder was auch immer. Ich
glaube nicht, dass du dich selbst anzünden sollst, der soll nur mit. Ah ja. Hey, Feuerfritze, komm her. Oder? Ja. Obwohl ich da bestimmt auch locker drüber springen könnte. Tja. Ja, ja. Oh. Ach komm schon. Soll das jetzt echt so? Weil immer wenn du dich verletzt, haben wir noch weniger Zeit. Das ist doch doof. Aua. Ja, jetzt wirst du zu Tode gekommen. Ja, ich wurde zu Tode genockt. Ah, dieses Level. Das ist mindestens genauso bäh. Bäh. Dabei ist hier nicht mehr so viel mit Wüste, ne? Das ist ja mehr so Höhle. Höhle. Okay, bin durch. Gut. Ah ne, du musst ja jetzt... Genau, jetzt musst du wieder raus. Ja komm, mach auch hier. Doofes Gitter. Nimm mal drauf. Dann gehst du durch. Ja. Geh ich nochmal drauf. Ja. Und jetzt muss ich durch. Ja. So. Und jetzt dich fahren lassen. Na, so. Wunderschön. Naja, jetzt musst du die da irgendwie hinbekommen. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ah, die kann da irgendwas halten. Ja, das ist dasselbe wie wo du mich vorhin da drum über den See gefahren hast lassen. Da. Also leider nicht das, was wir brauchen. Ich verstehe das nicht. Muss ich auf sie draufspringen? Kannst du das Kabel nehmen? Ist es das? Ja. Ja! Jetzt nicht zu Tode kommen und lassen, das wäre sehr schlecht. Ah, perfekt. Bäh. Perfekt. Ich sollte vielleicht drüber nachdenken, nicht neben Dynamit zu stehen. Was hier mit? Das kommt später. Ah, du musst drehen. Ja, ja. Ich muss erst drehen und dann das Ding da aktivieren, damit du auf der Plattform landen kannst. Und dann darfst du erst loslassen. Achso, das dreht sich wieder zurück. Moment, Moment, Moment. Dann halt noch viel weiter. Da. Nein! Dann nochmal von vorn. Und wenn der Anzeige trauen kann, sind wir erst bei der Hälfte des Levels, ey. So. Ist das ätzend. Jetzt, Sattler. So. Oh, warte, da ist so ein... Puzzleteil? Nee, oben Timer. Will ich, dass es bumm macht? Achso, ich will einen Schlüssel. Amazing. Amazing. Ja, zieh mal. Oh, du musst auch. Jetzt musst du noch rüber, damit du an meinem Baumstamm ziehst. Ja, kannst. Jetzt hat. Ah, ja. Hol mich ins Ziel. Cremekuchen, du. Creme. Also, falls es euch nicht bewusst ist, mein Name ist Cookie, seiner ist Cream. Ja, wer sich die Namen ausgedacht hat, garantiert nicht wir.
Ah, wir haben einen Puzzleteil. Gut, aber uns fehlt das erste, also kriegen wir trotzdem keinen super schönen Wüsten. Spaltet sich, läuft weiter gut. Keine Ahnung, was das mit den Cutscenes ist, aber ist ja egal. Solange das Video normal weiterläuft, ja, sind alle glücklich und zufrieden. Oh, wir haben wieder Hämmerchen. Noch normal. Was ist es? Das sind die Eltern von dem Vogel, den ich umgebracht habe. What the? Es ist ein boxender Totem. Ich will aber nicht hier oben sein. Ich sehe auch sehr unglücklich aus, das muss man nicht mehr wissen. Oh, you get smushed. No. Antike Statue Jean Paul? Jean Paul. Ja, sieht auch very antik aus. Hab jetzt nur ich den Hammer? Ich hab einen Hammer. Ich kann einen Hammer werfen und schlagen. Ah, ich muss ihn, glaube ich, zu den Kakteen locken. Also ich würde ja sagen, ich muss ihn mit dem Hammer hauen, also so ist ja nicht. Aua. Weißt du? Yeah. Easy. Menno. Autsch. Was zum? Macht der Laser. Na egal. Tot. Also ich glaube, wenn es um Zeit gegangen ist, ist das jetzt wieder kacke gewesen mit all den Treffen. Ja. Aber so, pff. Ich meine, 44-10. Kann man mit leben. Definitiv. Unsere armen Hasen sind sehr erledigt. So werden wir demnächst aussehen. Wahrscheinlich. Mit dickeren Bäuchen, ne? Ja. Yeah. Jetzt haben wir die Wahl zwischen Wasserwelt. Oder der Trickwelt. Was würdest du lieber? Eine machen wir noch in dem Video. Ja, mach mal die Wasserwelt. Hippos. Hungrige, hungrige Hippos. Hungry Hippo. Ich spiel mein Banjo mit meiner Pflanze auf dem Kopf, mein Banjo. Ich hab einen Regenschirm auf dem Kopf. Und es regnet nicht. Und die Musik könnte glatt aus Donkey Kong sein. Ach, ah, außer okay. Die Hühner, ne? Okay, ich hab einen Katapult. Ja, ich hab gar nichts an Katapult. Das ist offensichtlich, was sie hier machen müssen. Kommt jetzt ein hungriges Hippo? Soll ich auf die Melone? Ah, da kommt ein hungriges Hippo. You can ride the Hippo. Ich fahr mal auf den Hippo. Da ist ein Schalter. Dann schalte mal. Ja, dann kommt bestimmt das Hippo raus. Ich muss also eine ganze Flussfahrt auf dem Hippo machen, was mich ohne Probleme essen könnte. Gruselig. Gut möglich. Und das ist, endet bei mir quasi auch so ein bisschen zum Scrawling-Level für mich. So. Schlangen. Ich habe Inselhüpferei. Oh, Snake. Jetzt habe ich hier Krokus. Snake. Snake. Und ich weiß noch nicht, warum ich hier rumhole. Aber ich glaube, ich habe zu Ende gerödelt. Warum auch immer. Ich glaube, jetzt kannst du auf das Floß. Aber dann tut sich dann nichts, ne? Ja. Aber da ist so ein Zeitdings. Und ich sauf erstmal ab. Ah, ich verstehe. Ja, kannst du irgendwas machen mit dem Anker? Weil ich hätte an dem Ding gedreht, ich weiß nur nicht, was es gemacht hat. Ich hätte wahrscheinlich auf dich warten sollen. Greifen. Und dann ziehen. Schieben. Ah. Musst du wahrscheinlich in den Fluss ziehen, ne? Mit dem Fluss ertrinkst du nicht. Ah.
Kommst du ran? Warte. Noch nicht ganz. Aber jetzt bestimmt. Ah. Okay, das macht erstaunlich viel Sinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel auf einmal Physics hat. It makes sense. So. So, und jetzt darfst du das gleiche mit dem Anker machen. Jawohl, ja. Oh, eine Biene. Ja, ist auch so ein Zeitfresser-Ding, leider. Alles, also im Guide stand man, du müsstest im Kreis laufen, wenn auf die Dinger weggehen. Okay. So. Golle! Golle! Also so schlimm ist Wasserwelt bisher zumindest nicht. Sagen wir noch. Noch, ja. Aber das sagt der Kerl, der auf dem Hippo geritten ist. Also. Ja. Und ich irgendwie mit Anker schieben durfte. Los geht's. Okay, wir haben... Moment. Oh, die sinken bei mir, wart mal. Ja, wollte gerade sagen, meins ging nämlich hoch. Okay, reicht. Den brauche ich gar nicht. Aber den anderen, ja. Gut, dann gebe ich dir den anderen. Gib mir den anderen. So. Perfekt. Nice. Erstmal direkt 3 Uhren hintereinander weg, ey. Okay, hier kann ich mich in einen Kübel setzen und du musst den Kübel ziehen. Da. Scheinbar ist weniger der Anker gemeint, mehr das Seil, ne? Mehr das Seil, ja. So, passt schon. Ja, und jetzt einfach nur, also ich muss nur rüber... Ich muss einfach ausweichen. Ah, ich habe das Puzzleteil gefunden. Ich lebe gefährlich mit meinem Banjo auf dem Fluss, wie du sehen kannst. Denn oh. Jetzt bin ich abgerutscht mit meinem Banjo auf dem Fluss. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er wegrutscht gerade. Ja, guck dir das an, nicht. Ja, du darfst springen. Achso, du willst das Puzzle. Du hast noch ein Puzzle. Ich wollte das Puzzle holen für meinen Bencher auf dem Fluss. Ja, du warst wieder zu gebannt von mir. Schon hast du eine Biene am Arsch. Ja. Ich weiß nicht, warum hier ein Kochpot ist, aber ich potte mal den Kochpot. Oder auch nicht. Ich setze mich in den Kochpot. Na, du musst es katapultieren. Kann ich aber nicht. Ich soll da drin sitzen. Ah! Du katapultierst den Stein, der Stein katapultiert mich in meinem Topf. Und schmeißt dich darüber. Ah, guck mal, Baby-Hippos! Baby! Baby-Hippos! Babys! Baby! Ja, warte. Das ist das schon richtig. Genau. Das sah so aus, als würde sich gerade nichts tun, deswegen. Nee, das passt schon. Das ist fein. Unterwegs nach Britannia City. Hüpf. 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 Und Golle. Golle. Es ist eine Golle. Oh, wir würden einen Hippo kriegen, nehme ein ich an. Ein Hungry Hippo. Wenn wir alle Puzzleteile hätten. Haben wir aber nicht. Oh, ich habe Dancing Hippos. Dancing Hippos. Ich habe ein Rad zum Laufen, wie es aussieht. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich darf auf deine Seite mitlaufen. Holy shit. Ach so, du musst jetzt auf meine Seite kommen und das Rad drehen, nehme ich an. Vermute ich. Interessant, dass du mal die Regeln brechen und du auf meine Seite gehen darfst. Voll rebellisch. Na, perfekt, super. Und jetzt das da drehen. Perfekt. Der wieder auf meine? What the? Oh, jetzt wurdest du
Getötet, weil ich einfach weitergegangen bin? Ja. Wow. Bullshit. Ah, okay. So, ich darf auf Turtle reiten. Ich glaube, du darfst ziehen. Ja. Das ist aber eine sehr faule Schildkröte, wenn ich die ziehen muss. Das ist richtig. Puzzleteil. Nicht, dass die jetzt wichtig wären, aber falls ich irgendwann mal Kuri Mix Meister werden will, brauche ich alle Puzzleteile. Ah, ich sollte vielleicht ein bisschen weiter zurück. Ja, wobei ich das jetzt trotzdem dämlich fand wieder, aber gut. So. Was waren das jetzt? 5 mm? Ja. Irgendwie, also. Aua. Der Schrimpmann aus dem Wasser hat mich angegriffen. Komm mal ein Stück zurück mit mir, bitte. Yes. Hier war Zeitending. Oh, Zeitending ist natürlich gut. Ne, Zeitending gut. Puzzle optional. Ja. So. Hättest du einen Stein... oder? Warte mal. Vielleicht. Ah. Nee. Nein. Muss ich das vielleicht weiter drehen? Kommt da so irgendwo runter? Ja, das kommt runter. Ja? Ah ja, ganz, ganz langsam. Kommst du schon drauf? Yes. Ja, Zeit gibt mir. Gut, 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 gut. Okay, das macht nichts. Gut, was machst du? Meine Plattform bewegen. Gut. Da ist es, das Gole! Gole! Wasserwelt ist echt chillig. Entspannt. Noch. Ja, aber ohne Witz. Ich habe jetzt gedacht, so Wasserwelt. Oh Gott, unter Wasser oder. Ja. Halt nur Pfützen. Richtig Stress wieder. Aber nee, gar nichts davon. Ah. Halt. Ich wollte schon sagen, in die andere Richtung ist gut. So. Passt. Gut. Ich muss nur pixelperfektes Plattforming an den Tag legen. Ohne zu sterben. Nein! Oh, ich hab doch nicht durchgekappt. Dieser eine Millimeter. Kann ich die Kiste nicht mitnehmen für meinen Hobby-Bildschirm am Ende des Spiels oder so? Nein. So, warte kurz. Naja, hol natürlich. Ich laufe im Kreis wegen dem Bienending da. Ah, okay. Angeblich sollen die dann ja nicht kommen. Das ist offensichtlich, was man hier da tun muss. Obviously. Das reicht. Und jetzt darfst du wieder Anker ziehen. Oh yeah, Anker ziehen. Moment, wart noch. Du musst mal aufs Bötchen drauf. So. Passt. So. Danke, Prompt, fürs Ziehen, dass du mich ins Wasser gehst. Oder wir machen es einfach so. Oh, ja, oder so. Mal yeah! Pixel, perfektes Springen und Ausnocken hier. Okay, bin drin. Achso, aber diesmal bleiben die Dinger eh auf. Ja. Auch ein bisschen doof, dass die Schalter, die sind so Regeln unbeständig. Ändern, ne? Mal bleiben sie, mal nicht. Oh, okay. Ah, okay, das ist offensichtlich, was wir hier tun müssen. Okay. Scheint ja zu reichen, ne? So wie ich das sehe. Ja. Yeah. Sogar der Puzzleteil kriege ich dadurch. Also entweder ist das RNG und du hast mal wieder einfach super Gutes jetzt gehabt, oder das ist immer so. Ja, natürlich mega. Ich glaube, ich muss in den Rettungsring. Aber den... Tatsache. Oh.
Ah, du musst mich ziehen. Ich fahre ein Boot, ja. Brauchst du diese Dinger? Was meinst du? Die leuchten so. Ich glaube, die Leuchten sind tot. Ja, naja. Ah nein, wir brauchen die, weil das Hippo-Wilbert haben. Okay. Das ist wahrscheinlich Hippo-Futter. Hippo-Futter? Yes. Hungriges, hungriges Hippo ist glücklich. Und ich bin quasi nur das Anhängsel, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist das hübscheste Anhängsel, oh, das ich kenne. Drehen, drehen, drehen. Und schon Boss, ne? Ja. Müsste jetzt Boss sein. Es hackt wieder so komisch. Ja. Ja, aber Bild läuft auf jeden Fall weiter. Selbst wenn das Video so einen kleinen Huckel hat. Ja. In the goal. Tintenfisch. Gib mir. Bestimmt sowas. Jede Wette, dass es ein Tintenfisch ist. Nein! Es ist Torpedo, der Kampffisch. Der Battlefish. Er hat einen ganzen Anker in sich drin. Wie hat er das denn geschafft? Das sieht nicht gesund aus. Nicht so richtig. Ich drehe erstmal meinen Regenschirm. Genau. Ja, du bleibst trocken und meine Blume kriegt ein bisschen mehr Wasser. Oh! Meine Fresse. Okay. Ich glaube, du musst diese Minendinger an ihn verfüttern. Und gleichzeitig muss ich aufpassen, dass du nicht in den reinknallst oder was? Soll ich das denn machen? Das erscheint mir noch ein bisschen merkwürdig, aber gut, okay, fine, whatever. Ich hab keine. Oh, du kannst ihn nehmen und. Ah! Ja, dann. Gib mir erstmal diese blöde Uhr. Achso, ich kann doch nicht mal die Uhr nehmen. Ach, ist das. Okay, fein. Muss man ja erstmal wissen, ne? Ja. So. Oh, komm schon. Das ist schwerer, als es aussieht. Und jetzt zu ihm. Das war leider daneben. Ah, nehmen wir die Bombe da. Nicht auf mich? Das ist ein ätzender Bosskampf, habe ich das schon erwähnt? Ja. Alles vom Wasserwelt konnte ich jetzt loben, fand ich richtig gut, aber den Boss finde ich kacke. Ah! Das reicht, wenn ich also auf sein Horn ziele. Okay. Das arme Horn. So. Ich will eigentlich, dass du das Uhrending kriegst. Ja, dann nicht. Fast. Autsch. Stattdessen wurdest du gebissen und wir sind gleich wieder tot. Ich will ja nur die Uhr. Ich will ja nur die Uhr. Ja, jetzt ist eh. Ja, dann halt nicht. Ja, wir haben jetzt eh erstmal gebraucht, bis wir den Boss verstanden haben. Ja, das stimmt. How do I boss? Das heißt, wahrscheinlich hättest du vorhin das Futter auch nehmen können, aber stattdessen habe ich es einfach geschoben und dann waren wir fertig. Ja, wahrscheinlich. Ah, das hätte zählen müssen. Ach, komm schon. Das weniger, aber das gerade eben, das hätte definitiv zählen müssen. Also, ich bitte dich. Autsch! Sorry. Ah, schon, Bombe. Jetzt habe ich stattdessen nochmal getroffen, die Kacknase. Ich dachte, du hast ihn getroffen. Ich auch. Wahrscheinlich muss das Horn wirklich draußen sein. Ja, wahrscheinlich. So nach dem Motto, das Ding ist nah genug an der Oberfläche für die Bombe. Na, ohne Witz, alles gelobt. Alles gelobt und dann kommt so ein Boss. Nervig. Kacke, dann halt nicht. Dann nehmen wir eine von den da oben. So.
How do I sh- Bombe! Autsch! So. Jetzt müssen wir warten, bis das Ding wieder... Zeig dich, du Shift. Na, war zu früh. Na, bleibst du draußen? Ja. Jetzt. Nein! Nein! Ich frag mich, wie man das Speedrun möchte. Keine Ahnung. Hab das Gefühl, das wird wieder nix. Da kommt jetzt bestimmt mal irgendwann da raus. Oder? Jetzt, Kumpel Fischi. Ernsthaft? Hat es sich jetzt fest... Okay. Okay. Nochmal von vorne. Dieser Boss. Wie willst du Speedrun? Gut, dass wir so viel sehen jetzt, ne? Ach komm! Tja. Das wird doch schon wieder nix mit der Bombe da. Leck mich am Arsch, leck mich am Arsch! Ja, immerhin kriege ich diesmal keinen Schaden. Das hilft nur nicht. Tod durch Alter vom Boss gab es nur in Metal Gear Solid 3. Autsch! Ja, ich habe den Boss nicht mehr gesehen. Ja, ne, alles gut. Komm schon! Oh. Ich wollte sagen... Jetzt, da, da, drauf, ja! Es muss nicht mal die Datoren sein. Oh, schade. Hauptsache der Körper auch. Schade, weil es nicht der Körper sein muss? Achso, nee, wegen dem Doppeltreffer. Ja. So. Yes. Jetzt noch die Uhr da. Komm schon, komm schon, komm schon, Baby, gib mir die Uhr. Yes. Trotzdem nervig. Yep. Jetzt, jetzt, yes. Oben hast du wieder eine Uhr. Ah, ich hab fast nicht gesehen. Ich habe mich eben schon gewundert, wo die Uhr bleibt. Ja, das könnten wir diesmal schaffen. Ja. Wenn er jetzt nicht irgendwie meinen festhängen zu wollen oder sowas. Er ist ein leicht angepisster Fisch. Ja, wenn du so viele Torpedo, Harpunen oder Anker im Dings hast, ich wäre ab. Yes! Ab, come on, what? Diese Kollisionsabfrage! Das hätte treffen müssen. Ah, ich muss die nicht greifen, ich muss die einfach nur aufsammeln. Da, er kommt raus. Yes! Du hast sogar zwei Uhren wieder. Ja, ich komme nur gerade nicht weg. Auf alle Fälle brauchen wir die hier. Sonst haben wir gleich keine Zeit. Oh, nein, 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 gib, 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 holy shit. Stress. Stress pur. Stress. Einfach Stress. Ja, jetzt schiebe ich die Uhr nach oben. Cool. Jetzt ist die weg. Naja, jetzt hast du eine Bombe. Ist ja auch nur noch ein Treffer übrig, ne? Ja, ich muss bloß ein bisschen... Boom! Yes! Endlich! Yes! Ja, wohl jetzt hoffentlich kein Verzweiflungsangriff von dem. Ach so. Nö.
Also so Bosskämpfe, bei denen du dann noch sterben kannst, obwohl du gewonnen hast. Ja, wie bei Dings, bei den Bloodstained, bei den zwei in Curse of the Moon. Keine Statue von dem hier? Doch, da. Fisch. Dead Fish. Gott, der hat das Video jetzt so in die Länge gezogen. Ne? Wir waren so gerade bei 35 Minuten, als wir bei dem ankamen. Jetzt sind es 45. Oh Mann. Halt meine XXL-Episode, damn Fisch. Ja, ich will trotzdem zwei Welten pro Video machen. Ich denke, das ist ganz gut. Yes. Weil dann sind es jetzt noch zwei, weil es insgesamt 8 Welten sein sollen. Jo. Gucken wir uns noch an, welche da ist. Jetzt ist auch egal. Ja. Aber jetzt haben wir noch... Die Arktiswelt. Arktiswelt und Trickwelt. Machen wir beim nächsten Mal Trickwelt. Yes. Und gegebenenfalls die Arktiswelt. Scheiß Musikwelt. Bis zum nächsten Mal, Leute.